Map, map. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Desolate. Wir sind wieder alle mit von der Partie, der Uncut, die Pseudonyme und ich, der Hisho. So, beim letzten Mal wurden wir ja von einem Grumsch überrascht und heute Grutsch, ich sage das immer falsch. So, und heute machen wir uns auf den Weg zurück zur Oase, wo wir dem Biologen ganz viel Zeug geben und dem Intendanten, nee, was ist es, der Lagerintendant, oder? Der Lagerintendant, ja. Genau, der kriegt von uns eine Ladung Nahrungsmittel und so weiter. Oder müssen wir? Intendant Kreuzbuckel. Aber ich hoffe, wir müssen jetzt nicht zu dem unsichtbaren Intendanten laufen. Nee. Hä? Nee, ist doch egal welcher. Ihr habt die markiert, die Oase, ja? Ja, das Grüne ist von mir. Oh, ich habe keine Waffe. Hä, wieso? Hä? Oh. Moment, können wir nicht hier einfach... Ich hab gerade das Quest ausgewählt. Wenn wir die Gleise entlang laufen, ist kürzer... Nee, ist länger, aber... Aber da ist da noch eine Werkbank zum Reparieren? Nee, die ist repariert, ne? Ich glaube... Ja. Ich weiß es persönlich nicht. Nee, ich weiß es nicht. Strahl 2 haben wir, glaube ich, noch was zu reparieren. Ich kann noch mal gucken kurz. Nee, Strahl 2 haben wir repariert. Wenn ja. Wir müssen Krankenhaus, Garagen und Granitschnee-Gipfel und so weiter. Ja, lass uns trotzdem einfach geradeaus gehen, oder? Oh ja, da können wir noch so ein paar, Sachen verrückte. Vielleicht finden wir ja was zu trinken. Können wir auch noch den ein oder anderen Verrückten eine über die Mütze hauen. Wir kommen in friedlicher Absicht. Niemand hat vor, eine Mal zu eigentlich. Was? Hä? Hm? Wir kommen niemals friedlich? Nö. Das stimmt. Wenn wir kommen, gibt es Fort K.O. Schon schön, wenn du selbst ist. Also, was ist denn hier los, ey? Hallo. Hier ist ach, jemini. Auseinanderbauen. Ja, ich bin. Oh, hier ist aber. Wir könnten das schon mal an die Truller schicken, während wir. Ja, mach doch. Das weil ist die ist 24 Meter von hier. Warte mal. Das ist in der Tat. Das müsste hier irgendwie sein. 60 Meter, ja. La, 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 la. Send das mal an die Truller, dann gibt die wieder. Oh, ruckelt. Mach ich? Bin ich dran vorbeigelaufen? Ja. Ich hab's geschickt. Ja. We're all ready, Storine. Thanks again. I'll get in touch later, so we can discuss our next steps. Copy that. Over and out. Hold on a minute. What is it? Can you at least tell me your name now? Let's leave the acquaintances for when all of this is over. yeah. Sorry. Okay. Ja, was ist denn das da unten? 10770? Ich weiß nicht. Come in. Do you copy me? Händler Dimitri? I copy loud and clear. Who are you? I'm from Severnia Safe Camp. I'm in charge of the camp and... run a little shop here. First time I've heard there's another camp at Granitschnee. We've kept really quiet. To keep the new lighters from finding out about us. They're right under their noses. Mikhail from Oasis recommended you to me. Anything wrong? We've got a real brainy head fella here in the camp. We call him the Scholar. He needs help. He hasn't really told me what's wrong. Not that I'd understand any of his clever talk. Could you meet with him? Severnia is located in Sector D2. Das Nordlager. Das schön gesagt. Ja. Oh, die brauchen wir. Ach, noch was? Ja, so eine Lampe. Ich weiß nicht wofür, aber... Weiß auch nicht. Ja, das ist für... auf dem Monolithen. Oh, au. Ja, das ist doch schön. Da oben steht ein Bekloppter, aber ich glaube, der sieht uns nicht. Ja, wir müssen jetzt einfach nur schnurstracks im Prinzip da. Ja. Schnurstracks. Ich glaube, dass wir haben ganz viele Aufträge abzugeben, das klappt schon. Ja, mal gucken. Wilde Aubergine. Aubergine.
Na, das Nordlager. Das Northlager. North. 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 Ist das da nicht North Ledger? North. North Ledger. Das North Ledger. Willkommen in der Blockchain auf Kranichny, The Ledger. North Ledger. Wie Ledger. Das Ledger. Ja, oh, Anomalie. Lohnt sich nicht. Oh. Ja, das Etui gehört mir. Zigaretten, juhu! Jetzt rennt er wieder. Dieser Witz wird er wieder nervös. Ich werde wieder nervös? Ja, ich werde immer nervös. Oh, jetzt bin ich überladen. Haha. Was ist das hier? Schon bekannt. Das nehmen wir mit, auseinanderbauen. Das können wir gebrauchen. Auseinanderbauen, auseinanderbauen. So. Das können wir gebrauchen. Was hast du denn gefunden? Ein Auto. Ein Auto im Auto. Ein Auto im Auto. Ja, den Holz-LKW brauchten wir doch noch, glaube ich, ne? Genau. Ja, ah, das ist ja gut. Ja, das ist ja, das ist ja klasse. Dann können wir jetzt, glaube ich, auch alles beim Ingenieur abliefern, ne? Yay. Ja, der Ingenieur ist aber woanders. Ja, aber wir müssen ja dann sowieso jetzt hoch zum Nordlager. Wasser. Zum Nordlager. Wasser. Jo, Wasser. Wasser. Wasser, Knäckebrot. Erstmal 3 Liter trinken, damit ihr wieder aufgefüllt ist. Mal, der Anker, der schleicht sich von hinten an. Ja, sonst komme ich da wieder nicht dran. Habe ich mir Wasser gekocht, ist natürlich auch wieder verkehrt. Wasser abgefüllt habe ich wahrscheinlich jetzt wieder 5000. Ja. Achso, ja, sollte ich auch ein bisschen aufpassen und nicht zu viel nehmen. So. Ich habe 65 Kilo, die ich tragen kann, also. Ja, ich auch, aber ich bin schon öfter mal überladen hier. Da müsst ihr mal mehr kaputt machen. 9 einfache Mittagessen. Ich habe nichts mehr zum kaputt machen. Ich habe haufenweise Essen. Ja, dann musst du das mal irgendwie entweder verbrauchen oder in die Kiste packen. Nö, ich verkaufe das gleich. Oder verkaufen. So. So, mal das Fleisch jetzt noch fertig und dann verkaufen wir es gleich unten. Wer möchte zum Intendanten sprechen? Wer möchte zum Biologen sprechen? Ich trinke jetzt erstmal, ihr könnt das gerne machen. Ach so, nee, der Biologe sagt ja nichts, ne? Ja, der ja Intendant auch nicht. Also, gib's einfach ab und nimm die neuen Aufträge. Okay, habe abgegeben. Ja. Proben der Flora. Ich koche mir erstmal ein bisschen dreckiges Wasser. Ja. Hä? Wo kommt denn das her? Oh. Der Biologe hat eine neue Plot-Mission. Soll ich die mal aktivieren? Ja, selbstverfreilich. So. Ich habe sie aktiviert. Hast du sehr gut gemacht. Jetzt spricht er. Jagd Ultraschall. Was? Der spricht? Ich habe gehofft, er spricht, aber... Ah, ja, jetzt spricht er. Okay. The missing corpses. Is it serious? More than you know. Do you have any information? Not much. There's a place where the corpses were stored and later burned. There's talk that the corpses are going missing from there. And that there's a merchant nearby who's scared out of his wits. My advice would be to pay this guy a visit after you investigate the morgue, if you can call it that. Why have you taken an interest in this? This is hardly flora and fauna. I don't think we're dealing with local hoodlums here. They don't get their kicks by dragging off bodies and hiding them. You get me? Some kind of beast? It wouldn't surprise me. We're on Granichny, not at the resort. Das stimmt wohl. Ein Biest. Wieder ein Grutsch? Ein Grutsch? So. Ganz langsam näher ich mich dem Michael. Ganz langsam. Der Misha, meine ich. Misha. Der Misha. Bist du am Verkaufen? Yes. So. Irgendwas habe ich jetzt auch von dem Biologen, glaube ich, bekommen, weswegen ich jetzt irgendwie noch langsamer bin als vorher. Ach komm. Ich bin auf jeden Fall überladen. Sogar sehr schwer überladen. Warum denn?
Verschwundene Leichen. Ganze ja. Fleisch weg. We're gonna stock up or free up some room. Alles verkaufen. Zwei verkaufen. Oh, meine Güte. Sepsis, schwere Krankheit. Sieben einfache Desserts. Hat jemand noch Schmerzmittel oder Antibiotika? Wir brauchten dafür bestimmt irgendwas Kevlar, oder? Ja. Okay. Aber wofür? Für dieses Meisterwerkzeug-Kit. Ah, da brauchten wir auch noch mal irgendwie... Ja. Ich glaube, dafür brauchten wir auch noch die Schweißerbrillen, ne? Ja. Ach, der Nullsteller, den hast du vorhin gemeint, ne? Genau, du meintest, alles nochmal neu verteilen. Genau, so. Der Nullsteller setzt alle deine bisherigen Perks auf Null zurück und dann kannst du sie praktisch gesehen nochmal neu verteilen. Ich gebe beim Intendanten die Aufgaben ab. Ist das in Ordnung? Mach. Ja. Okay. So. Okay, Nahrungsmittellieferung nehmen wir auch an. Nahrungsmittellieferung nehmen wir an. Räuberschwächen nehmen wir auch an. So. Toll. Ah, jetzt habe ich wieder. Geil, was ist das denn? Ich habe hier gerade einen Perk gekriegt. Energiesparen. Die ständige Belastung hat ihren Muskeln gestählt. Unter bestimmten Bedingungen können sie dauernd schnell laufen. Wenn sie nicht kämpfen, ohne Schaden und nicht überlastet sind, braucht das Sprinten keine Ausdauer. Nehme ich. Was? Das ist nicht schlecht. Habt ihr jetzt auch Rang 9 bekommen bei den Ansässigen? Warte mal, ich guck gleich mal. Wo sieht man das denn? Man fährt am Perks verteilen. Das war eben einfach... Ich lerne gerade haufenweise Rezepte, damit ich noch mehr Essen kochen kann. Das wurde eben eingeblendet, weswegen ich so ein bisschen so... Aha, okay. Ach so, nee, weiß ich nicht. Ich gehärteter Stahl und Schweißerbrille. Nachts besser sehen. Gehärteter Stahl. Gut, wegen mir. Klingt so, ich hab jetzt wieder hier so eine Fähigkeit, der heißt Angler. Sie erhöht ihre Chance beim Fang maximal nützlicher Artefakte. Okay. Beim Artefaktfang gibt es die Chance, eine zusätzliche positive Eigenschaft zu bekommen. Nimm ich das doch einfach mal. Okay. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Da. Ich habe eine Schweißerbrille, habe ich. Na, Mist. Kannst du dir einbauen? Reicht doch, wenn einer das hat. Meisterwerkzeug! So. Was kann ich mir jetzt bauen? Mit dem Meisterwerkzeug? Level ist 26. Schon wieder Fähigkeitspunkt. So. Jetzt bin ich auch Rang 9, ja. So. Und das Gute ist, jetzt sind wir Rang 9. Das heißt, wir könnten theoretisch jetzt, glaube ich, die nächste Plot-Mission mit... ich nehme dann auch mal Energie sparen. Das klingt gut. Was habe ich denn jetzt gemacht, was mir jetzt schon wieder so viel... Ah ja, gut, okay. So. Haben wir irgendwas? Habe ich irgendwas, was wir benötigen? Nein. Lalala, welche, so. Habt ihr schon... Warte, Anka, was brauchtest du? Eine Schweißerbrille. Nein, ich meine, du hast doch... Hast du Antibiotika oder Schmerzmittel? Antibiotika oder Schmerzmittel? Also Schmerztabletten, glaube ich, ne? Waren das? Ich guck nochmal. Ja, Schmerzmittel, Antibiotika. Oder Verbandskasten. Auch Verbandskasten muss nicht sein. Hier. Ne. Cool, danke. Bitte? So. Ah ja, jetzt habe ich auch Rang 9. Ich glaube, weil ich im Menü bin. Ja, das steckt danach dann durch. Ja. So, die Schweißerbrille und was noch? Jetzt ist schon wieder... Eine Schweißerbrille, gehärteter Stahl und Kevlar. Wenn ihr Kevlar braucht, ich habe 8 Stück davon. Ich habe auch, glaube ich, noch einiges im Karton. Kevlar habe ich genug. Ich habe noch einiges im Karton. Stahl und Schweißer. Wie sieht eigentlich das neue Plakat aus? Hat das schon wer sich angeguckt? Nee. Das große Problem ist, man weiß auch nicht, welches das neue Plakat ist. Ich habe 2 Schweißer-Dingensbums. Braucht ihr noch?
Ja, ich bräuchte eine. Ich gucke nochmal bei mir selber. Okay. Aber ich Wenn du eine brauchst, dann Bescheid. Ja, ich brauche eine auf jeden Fall. Okay, warte. So. Warte mal, Kevlar habe ich 6-mal. So, Moment. Hä, was fehlt denn jetzt? Ach, der Stahl. Moment. So, ja, gut. Stahl, Stahl, Stahl. So, also, ich würde vorschlagen, wir machen, wenn wir jetzt hier gleich fertig sind. Ah, gut, können wir alles nehmen. Dann können wir, dann gehen wir zum Ingenieur, von da aus dann zum Nordlager. Oder? Ja. Wir gucken uns dann gleich nochmal an. Du kannst dir gerne einen Plan zurechtlegen. Ich bin hier gerade noch am Basteln. Ich weiß gerade nicht. Ich gucke gleich mal auf der Karte, wo wir dann lang müssen. Das Gewebe. Mein Gott, wo ist denn hier gehärteter Stahl? Unten wahrscheinlich. Hallo? Musste erst ein Feuer bauen. Hier beim Ach Herd. Ach so, das geht beim Herd, ja, okay. Sodele, meine Damen und Herren. Was denn jetzt wieder? Ich muss gerade überlegen, was wir jetzt brauchen. Kevlar war das, die Schweißerbrille und was noch? Stahl, ne? Gehärteter Stahl, ja. So, haben wir hier irgendetwas, was wir... Wie viel gehärteten Stahl hast du das im Kopf? Ich glaube 2. Okay. Ich mache einfach alles, was ich kann. Kann da zur Not noch Stahl machen. So, haben wir noch hier irgendwas? Irgendwas, was ich brauche? Wo ist denn die Schweißerbrille? Die bräuchte ich denn mal. Ja. Hier müsste die ja sein, da. Ein Kunai? Ist das Kunai ist doch diese schnelle Waffe, ne? Ja. Kunai ist das, was du wirfst. Ja, okay. Diese kleinen Messerchen da, ne? Die wirfst du. Ja, so, gut. Meisterwerkzeug. So. Und den Radiator kann ich jetzt bauen. Ah, ja, okay. Oh, okay. Dann, das ist ja auch nicht schlecht. Dann kann ich beruhigendes Getränk. Mach mal 2 Stahl. Dann lege ich mir die mal da drauf. So, Moment. Stahl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mach mal so. So, können wir hier nochmal... Na, ja, so. Mann. Wir machen das jetzt einfach, ne? Festes Gewebe brauchen wir nicht. Ja. Hä? Kann ich die einfach so herstellen? Hättest du dich nicht bei der Medizinstation heilen können? Ja. Wieso habe ich dir denn dann Schmerzmittel gegeben? Aber die selbst ist nicht weg. Nee, nicht, ja, das war nur, ja meine Frage jetzt. Nee, ich glaube, du kannst nur bedingt. Okay. Du kannst dich nur heilen, wenn du halt keine Krankheit hast oder so. Das Poster ist übrigens über der Truhe. So. Okay, ich guck gleich mal. Okay. Das Poster über der Truhe. Da steht, gleich einem Vogel fürchtet die Seele die Unfreiheit. Konzert zum Andenken an W.S. Gorni. Eintritt frei. Okay. So. Und noch wer Kevlar oder noch? Nee, ne? Nö, pack alles in meine Kiste jetzt. Habt ihr noch irgendwas in euren Kisten, was wir gebrauchen können zum Reparieren oder so? Nee. Okay. Also ich habe eben mal nachgeguckt, bei mir war nicht viel. So, ich brauche jetzt noch ein bisschen Wasser und dann bin ich wieder ready to go. Oh. Ready or go? Ready or go? Ready or not, meine ich. So. Entweder du bist bereit oder du gehst jetzt, klar? Okay. Entweder du packst deine Sachen und gehst. Oder du gehst. So. Oder nicht. Genau. Der Nebel löst sich auf. Ja, das ist ja schön. Ach, komm. Welcher Nebel? Ja, stand gerade, da wäre Nebel gewesen. Ja. So, was brauchen wir denn jetzt hier? Ich könnte mir ein bisschen noch hier Dings bauen. Molotow. Ja, Nebel, Gas und Gleitmittel, hat das was gesagt, ja. Gleitmittel so. Brauchst du dafür? Was machst du für Molotow? Gleitmittel. Die rutschen dann so über den Boden. Ja. So wie der Hisho.
Die glitschen. Genau. Glitsch. Hast du das dem Uncut schon gezeigt, wie du über den Boden rutschen kannst? Nee, noch nicht, aber wenn wir dann... Den Perk hatte ich auch gerade, habe ich aber nicht genommen, weil ich ihn für überflüssig fand. Ja, er bringt auch überhaupt nichts. Ja, es sieht auch nur lustig aus, wenn es jemand anders tut. Ja, vor allen Dingen, man sieht es ja selber nicht. So. Ach, muss nicht zum Misha, ich verkaufe dir das. So, an. Zweimal Molotow. Oh. So. So. Granaten. Was machen wir denn? Was machen wir denn jetzt als nächste Aufgabe? Ist das dann hier das mit neue Technologien, Relais, das Lager in Sektor B3 finden? Ja. Oh, wir müssen Churuka-Stimmbänder gewinnen. Ja. Untersuchen Sie den Tatort in Sektor E6. Moment, E6? Okay, E6. Ich mag das, wenn er anfängt, Gitarre zu spielen. Ich finde das voll schön. Hat jemand noch eine Hacke, eine Keule oder einen Vorschlaghammer? Ne, ich habe gerade alles verkauft, was überflüssig war. Okay. Was wollen wir als erstes machen? Die Leichen in Sektor E6 oder nach oben? Hier neue Technologien, Relais für den Ingenieur. Bei dem Ingenieur, weil da müssen wir dann sowieso danach auch hin, weil ich würde dann sagen, da machen wir gehen erst in den Sektor B3, dann zu dem Ingenieur und dann verschwundene Leichen. B3 ist doch der Ingenieur. Ach, gucke mal einer an und in Sektor E3, dann können wir auch von B3 nach E3 und nach C3 da müssen wir die Farm befreien. Okay, also wo fahren wir jetzt an? Wir gehen jetzt nach B3, neue Technologien, wir gehen da... Alles klar. Genau. Wir gehen dorthin, wo der Ingenieur uns haben will. Dann laufen wir auf dem Rückweg beim... Boah, der hat gleich die Jacke an wie wir, ey. Die hast du nicht mehr an. Wieso hast du schon wieder die Jacke nicht mehr an? Klar habe ich die an. Ich hab die an. Jägerjacke, ich hab die an. Ich weiß nicht, warum das nicht angezeigt wird. Du hast die an. Ja, okay. Uncut? Kommst du mit? Na, er will nicht. Bei mir will er nicht trinken. Ich weiß nicht warum. Hä? Ich wollte nochmal was trinken. Jetzt. Hast du? Okay. So. Was habe ich denn jetzt hier für eine Axt? Weiß nicht. Was hast du für eine Axt? Eine Einfrier-Axt. Das ist ja eine Einfrier-Axt. Okay. Ja. Ich wollte gerade sagen, das ist ja nur eine ganz normale Axt, aber gut. So, das Lager im Sektor B3 finden. Uhu ham Anatschku. Selber. So. Oder seid ihr? Wir sind hinter dem Lager. Hier sind wir ankert. 110 Meter von dir entfernt. Okay. Bist du auf der falschen Seite verbrauchst nun keine Ausdauer mehr. Lauf, ankert. Speis. Richtig, stimmt. Wo das finde ich ja gerade geil. Wieso? Ja, ich bin hinter dir. Okay, dann laufen wir mal ganz langsam. Der Uncut wird uns gleich einholen. Hier oben lang, oder? Würde ich sagen. Ja. Moment, da ist eine Kiste. Was ist in der Kiste? Wir rennen zu grün, ne? Nee. Nee. Wir rennen zu neue Technologien. Genau, neue Technologien. Relais. Das Quest vom... Inji. Vom Ingenieur. Vom Inji. Das ist ein sehr schöner Spitzname, der Inji. Na, ich hab WoW gespielt. Inji. Achso, da gibt's einen Inji. Ingenieur gibt's da, ja, kannst du werden. Achso. Ein Gnom, ne? Ich hab keine Ahnung von WoW. Zum Beispiel. Entschuldigung. Was denn? Ich hab keine Ahnung von WoW. Achso. Gekünstelte. Empörung? Ja, ja. Gehen wir hier links oder rechts lang? Warte mal, wo sind wir denn? Hier hoch. Da sind wir. Wir müssen 590 Meter in die Richtung. Wir müssen eigentlich um diesen komischen Berg rum. Wo ist denn. Der Questmarker. Ja, hier. Ist der das? Ja. Ja. Okay. Ja gut, dann links rum. So. Wo bist du denn? Ja, ich bin hier hochgelaufen. Ich kann auch rennen wie bekloppt. Ich lauf ganz normal. Ich kann aber rennen wie bekloppt. Ohne jetzt Verbrauch.
hab den Perk auch gekriegt. Du bist da wo runtergefallen. War das gut so? Ja, sollte so. Okay, ich mach das auch mal. Rettest du mich, wenn ich sterbe? Ja. Boah, nur ein bisschen Schaden. Mein Trauma zugezogen, fuck. Ich nicht. Hast du noch ein Heilungs-? Ja, ich hab noch einen kleinen Verbandskasten, damit geht das. Nee, wenn du hast du schweres oder leichtes Trauma? Das ist eine Prellung, leichtes Trauma. Ah ja, gut, das geht in der Tat damit. Der Sanitäter wird wohl wissen, wie er damit zurechtkommt. Ja. Antidepressiva gegen... Das ist hier ein bisschen anders als im Real Life, ja? Ja, einfach... Natürlich weiß ich nicht, was der Patient hat, ne? Da muss man immer gucken. Das stimmt, das ist der Desolate. Der kann sofort Selbstdiagnose machen hier. Desolate im wirklichen Leben angewendet. Aha, wir haben also einen doppelten Beinbruch und der ist offen. Antibiotika. Hey, mein Muten funktioniert nicht. Entschuldigung, dass ich euch ins Ohr gehustet habe. Was? Ich meine Mute-Taste. Jetzt geht's so. Keine Ahnung warum. Achtung, da sind Räuber. Ja, Räuber. Das sind Räuber. Ich kann einen tödlichen Schlag ausführen. Soll ich mal testen? Ob ich das hinkriege. Wie zur Hölle werfe ich denn meinen Molotow? Irgendwie, wieso geht das denn nicht mehr? Jo, geil, ey. Kannst du mal aus dem Weg gehen, Isho? Wo habe ich denn jetzt meine Messer hingeworfen? Auf mich wahrscheinlich. Nee. Ich habe ihn dafür gehauen, Ankert. Die sind einfach verschwunden. Oh, hier ist eine Treppe. Wir sind ein Räuber. Jo, hier ist was. Hier ist gar nichts eigentlich. Also ich kann jetzt den Schädelspalter machen, wenn ich von oben runter springe. Ja. Und dann schlagen drücke. Dann mache ich einen Schädelspalter. Dann gibt's fett Schaden. Okay. Für den armen Gerl, den es trifft. Dann wirst du das gleich anwenden müssen, denn gleich sind wir im Lager. So, müssen wir jetzt hier hoch oder? Moment. Wo sind wir denn? Ah, hier waren wir noch nicht. Ja, dann laufen wir doch mal hier lang. La 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 la. Ja. Ich weiß trotzdem nicht, wie ich einen Molotow werfe. Warum nicht? Du musst den erst anziehen. Erst ausrüsten. Und dann musst ach du mit so, dem Mausrad. Ach, warte mal. Dann schaltest du mit dem Mausrad durch. Anziehen. So. Von Stein auf Molotow. Ah, okay, deswegen hat es nicht geklappt. Ich hatte zwischendurch keine mehr und deswegen hat er auch keine. Deswegen hat er eine. So, ich habe eine Möhre gefunden. Ah, okay. Wir müssen noch ein paar Möhren sammeln für die Quest. Na, gehen mal die Möhrchen. Das ist ein roter Dings. Ja, geh mal gucken. Ist das das Lager? Wahrscheinlich. Nee. Das ist nicht das Lager. Ich schleiche mich dran vorbei. Das Lager ist dahinter. Gucken wir erstmal, welche Gegner da sind. Wir müssen eh ein paar Leute töten, von da ist es egal. Ja, dann auf. Wir sind keine. Ich habe meinen Molotow ausgewählt. Ich gehe hier links gucken. Hier ist eine Kiste. Hallo Pseudonymer. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe jetzt hier mit starker Gegenwehr gerechnet. Aber irgendwie hier ist hier kein niemand. Wehr. Noch nicht mal ein Gegen. Noch nicht mal ein was? Vorsicht, Anomalien. Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum? Warum? Wer nicht frei bleibt, dumm. Richtig. War es nicht der, die das? So war das doch, ne? Ja. Ah, ich guck hab mal was gefunden. Das Lager. Wer bewirft mich mit Steinen? Wir müssen jetzt die Schlüsselkarte auf dem Lagergelände finden. Wir müssen erstmal da rein. Wir müssen erst gleich mal die Folge beenden. Guck mal, neues was Licht macht gegen ihr neues da? Licht. Ich weiß es auch nicht, ich aber das sieht den sehr mal, lustig ja? aus. Mach weiter. Ihr macht das sehr gut. Ach, der rennt weg. Der ist tot. Nee, doch nicht. Hä? Wie lustig Bam, die immer so. Wie geil die immer so irgendwie so. Die sehen so traurig aus, wenn die dann weiterlaufen. Die hauen mich. So, ich würde sagen, dann wollten wir nicht die Folge jetzt hier. Ja. Also,
Na gut. Dann ja, gut. Okay. Dann sagen wir mal auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Desolate. Tschüss. Tschüss.